Herzlich willkommen in der Werkstatt Schöftle. Ich bin der Reto Häusermann, Bereichsleiter Technik Rollmaterial. Ich stelle euch gerne einen von unseren neu revidierten AB48 WSB vor. Die Fahrzeuge sind bei uns seit 1992. Die haben bei uns schon mehrere Farbkleider gehabt, sind auch schon mehrmals revidiert worden. Die Fahrzeuge haben diverse Lackschäden, Korrosionsschäden gehabt. Und dadurch haben wir uns entschieden, nochmal eine Wagenkastenrevision zu machen. Und für uns war es sehr wichtig, um nochmal die 10 Jahre zu überbrücken, bis zur Ausserbetriebnahme 33/34, dass wir der Kundschaft ein schönes Fahrzeug bieten können. Es war auch für uns wichtig, dass man das Aussendesign übernimmt, dass wir weiterhin eine einheitliche Flotte haben. Zusätzlich zum Aussenkleid haben wir auch den Innenraum nach der neuen Farbgebung und Muster der AVA angepasst. Gleichzeitig haben wir auch diverse Modernisierungen gemacht. Und für uns war auch wichtig, dass der Zugang mit Kinderwagen, Velo oder auch grösseren Objekten sehr einfach geht. Willkommen im Innenraum des neu revidierten AB 39. Wir haben einen komplett neuen Boden gemacht. Behindertentauglich mit dem Kontrast dunkel-hell. Wir haben die Mittelstangen rausgenommen. Als Ersatz haben wir hier neue, kleinere Stangen montiert, dass man sich gleich halten kann. Da die Mittelstange im Einstiegsbereich fehlt, haben die Rollstuhlfahrer mehr Platz, um in den Innenraum hineinzukommen. Wir haben die Schiebetritte neu gemalt und aufgearbeitet, Rost saniert und wir haben die ganze Antriebseinheit revidiert. Wir haben Polster saniert, das heisst, der Schaumstoff ist neu gemacht worden und wir haben neue Sitzüberzüge drauf getan. Gleichzeitig haben wir neue LED-Beleuchtungen montiert, damit es schön hell ist und stromsparend ist. Die ganzen Monate, die man gearbeitet hat, sieht man jetzt das Resultat. Und es macht wirklich sehr Freude, das Gesamtbild zu sehen, wie das rausgekommen ist, was man hier geleistet hat. Das ganze Werkstattteam über die alte Zeit raus, ja, das macht sehr Freude und auch Stolz.